Ja, Freunde, hi und herzlich willkommen zum neuen Video. 151 Restock Simsala Boxen und Zapdos Boxen haben wir bekommen. Ja, geil, Alter. 151 Restock. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Wir rupfen auf. Fangen wir mit der Zapdos Box an. Die Promos kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Wenn nicht, guckt die alten Videos. Nein, Spaß. So, let's go. Ersten vier Booster. Die könnt ihr übrigens auch noch im Shop snacken. Könnt ihr euch auch welche gönnen. Wenn ihr das möchtet. Wir haben noch ganz viele andere geile Sachen. Ein paar Celebrations-Produkte haben wir noch da. Die habe ich mal aus dem Keller gekramt. Ja, zum Beispiel. Gleich der erste Hit mit der Goldkarte. Und Giflor in Holo. Nice. Erster Hit, erster Booster, erster Hit. Nice. Sehr schön. Ja, heute mal ein bisschen so Late-Night-Action. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es ist schon sehr spät jetzt. Ja? Draußen ist dunkel. Wie spät haben wir es? Luke, weißt du, wie spät? Ich auch nicht. Wahrscheinlich irgendwie so 0 Uhr oder so. Weiß ich jetzt nicht. Und ich dachte, oh, hab ich mal Bock, wieder mal was aufzumachen. Ibitak, Tangela und Elektroball. Ah, geht besser. Achso, am 27.04. ist ein Samstag. Ist wieder Tauschtreff. Mittlerweile schon der 13. Tauschtreff. Nicht schlecht. Ich habe jetzt auch gesehen, andere fangen jetzt auch an mit Tauschtreff. Oder die nennen es halt Trade Night. Ja, nicht schlecht. Hat sich rumgesprochen quasi, wa? Sowas. Nice, dass das jetzt auch andere machen. Finde ich gut. Tauschen ist immer gut. Jetzt müssen wir gucken hier. So, ja, wunderbar. Evoli. Domfossil über. Ups, der kommt hier hin. Überreste, Snobilikat. Mir fehlt noch, ich glaube, Schillock habe ich, glaube ich. Mir fehlt noch Bisa Knosp und Glutexo aus dem Set. Das weiß ich, dass die auf jeden Fall fehlen. Die brauche ich auf jeden Fall noch. So, die ersten vier Booster sind schon weggeratzt. Das ging ja schnell. Jetzt hauen wir hier noch die Simsala Box weg. So, 1, 2, 3, 4. So, mal kicken, ob die noch mehr gönnt. Eine Goldkarte ist nicht schlecht. So, aber die Simsala Box, die hat immer sehr gut gegönnt, glaube ich. Zumindest bei den Tauschtreffs, wenn sich ein paar Kollegen die immer geholt haben. Da hat die immer ordentlich gegönnt. Da gab es Alternative Artworks etc. pp. Yugong Lapras. Auch, glaube ich, eine teure Reverse-Karte gewesen. Oh, Zapdos EX. Schon mal die. Oh, und eine Holo Energy. Schon mal die ersten beiden aus der Simsala Box. So, nächster Booster. Zip. Hornliu. Zubat. Goldini. Nebulak. Überreste. Snobilikat. Slimog. Diktrienverse. Und. Aerodactyl. Und. Bibor. Geht besser. Ja, die Big Hits. Entweder kommen die zum Schluss. Oder die sind in den Boxen, die ich für euch übrig lasse, natürlich. Ist doch ganz klar. Nee, ich gebe den Kunden meistens, sind da richtig geile Hits drin. Könnt ihr gerne fragen. Die beim Tauschtreff, kann ich ja nächstes Mal ein Interview machen. Wie die Boxen finden, die ich immer rausgebe. Meistens sind sie richtig geil. Hoffen wir, dass hier auch Last Pack Magic auch was richtig Geiles noch drin ist. Wenn nicht, ist es in euren Boxen drin. Wahrscheinlich. Kann nichts versprechen, aber wäre möglich. So,
Sterndu, Glumanda. Davon brauchen wir Glutexo. Den brauchen wir auf jeden Fall. Das wäre cool, wenn der hier noch drin wäre. Kadabra, Bisa Knosp, den auch. Ah, scheiße. Nee, reicht uns nicht. Deswegen, wie auch beim letzten Video, machen wir noch 4 Booster auf von Gewalten der Zeit. Diesmal nehme ich hier den ersten Booster. Hier einen aus der Mitte. Dann hier den allerletzten. Und einen von vorne. So, mal kicken, ob die Jön die Dinger war. Immer 4 Büsterchens. So. Gewaltene Zeit. Mitte, Mitte. Auch kein schlechtes Set. Aber auch kein richtiger Banger, ne? Aber ist okay. Ist okay. Kann man mal. Macht auf jeden Fall Spaß zu öffnen. Eisenkrieger. Rettungsboard. Snomnom. Eneko. Und ein Relikant. Naja. Naja. Aber wir machen weiter. Hier sind voll die. Ja. Quasi Printlines auf dem Booster. Ich weiß nicht, ob man das hier so sieht. Hier. Ah ja. Da war die Druckqualität vielleicht nicht die beste von dem Booster Artwork. Pikachu, Alpollo, Nebulak, Stalo. Ja genau. Hier ist ja noch das Gengar drin. Das fehlt mir auch noch. Sowohl als Trainer-Alternative ist das, glaube ich, ne? Als auch die Full Art. Ah, wir können doch das Opening hier nicht ohne Hit. Können wir doch nicht ohne Hit verlassen, quasi. Electek. Oder Eletek? Eletek. Girafarik. Roselia. Wolverock. Delfinator. Brüllschweif. Metagross. Dummiese und. Noch ein Dummiese. Na toll. So, Last Pack Magic. Hoffentlich. Also wenn hier nichts drin ist, dann machen wir noch welche auf. Wir können das Opening nicht ohne Hit hier einfach verlassen. Das geht ja gar nicht. Oh, Meryl als Psycho-Pokémon? Nein, ja, hier ist der Bild. Elevoltec. Chillabay. Ja. Oh, ein Meisterball. Den nehmen wir doch mit. Geil. Meisterball und... Was ist das? Scarabax, noch nie gesehen. Scarabax. Und ein Elfhuhn. Falsch hingelegt. Hier kommt er hin. Elfhuhn und... Ja, immerhin. Noch den Meisterball, war. Den nehmen wir doch gerne mit als Hitkarte. Das haben wir heute hier. Zapdos, Holo-Energie, eine Jolt-Karte und den Meisterball. 4 Hits. Ist okay. Nehmen wir mit. Demnächst kommt auch noch das Video von Moos Masterset aus Flammende Finsternis. Nicht verpassen. Gerne Abo da lassen, wenn euch das interessiert. Und natürlich die, Enigmara Premium Turnier Collection. Die haben wir uns auch aufgerupft, haben wir die. Und was da drin war, das seht ihr im nächsten Video. Also, abonnieren, Like da lassen für Support und so und Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video und checkt den Shop. Thank you.